Entlang der qualmenden Trümmer der ehemaligen Großstadt stapfte eine Gruppe Männer zügig durch die Straßen. Sie mussten zu Fuß gehen. Soweit das Auge reichte, blockierten verlassene Autowracks die Straße. Sie waren Soldaten, harte Kerle, diszipliniert, loyal. Ihre Gesichter verdeckt von Gasmasken. In jedem der schwarzen Visiere spiegelten sich die Ruinen. Sie suchten nach übrig gebliebenen Lebenszeichen, doch es gab keine Überlebenden. Sie kamen zu einem Haus, auf dessen Dach krude Alive geschrieben stand. Die Männer betraten das Haus vorsichtig, doch verließen es bald darauf wieder. Keine Überlebenden. Weiter die Straße runter kamen sie zu einem Feuerwehrgebäude. Es war einigermaßen unversehrt, ein Testament der Männer, die dort gearbeitet hatten. Mutig mussten sie ihrer Pflicht wohl weiter nachgegangen sein, selbst als die Toten sich erhoben hatten. Ein Banner hing auf der Seite. SOS stand darauf geschrieben. Die Gruppe betrat auch dieses Gebäude, doch verließ es bald darauf wieder. Keine Überlebenden. Sie erreichten das Herz der Stadt. Die Luft hier war durch die hunderten kleinen Feuer noch stickiger. Die längst verlassenen Autos und die Trümmer bedeckten den Boden hier größtenteils komplett, weswegen sie nur langsam vorankam. Doch sie wichen nicht zurück. Sie konnten nicht. Sie durften nicht aufhören, nach Überlebenden zu suchen. Ein Lebensmittelgeschäft kam in Sicht, und hier wurden sie alarmiert. Eine Meute so ruiniert wie die Stadt selbst. Es war offensichtlich, dass keiner, der noch am Leben war, unter ihnen sein konnte. Doch weiter oben winkten einige Menschen verzweifelt den Soldaten zu. Der Trupp trat in Aktion, bearbeitete die Untoten mit ihren Flammenwerfern, bis keiner mehr es wagte, sich zu rühren. Mit dem letzten bisschen Kraft, das ihnen geblieben war, kamen die Menschen dankbar nach unten gerannt. Sie entfernten die Barrikade, schoben die Tür auf und traten ihren Rettern entgegen. Die Waffen der Soldaten heulten wieder auf, und bald schon waren sie wieder die einzigen, die auf der Straße standen. Keine Überlebenden. Ich fühle mich so schwach. Natürlich könnte ich mich wehren, doch sie sind stärker als ich und würden mir wehtun. Außerdem wüsste ich nicht, wohin ich danach laufen sollte. Bestimmt würde mich irgendjemand fangen und wieder zurückbringen, aber das will ich wirklich nicht erleben. Also behalte ich die gute Miene zum bösen Spiel bei. Ich wurde damals einfach von meinen Brüdern weggerissen. Wir spielten gerade zusammen, als mich jemand packte, begutachtete und mich in einen großen Eisenkäfig warf. Ich konnte mich nicht mal verabschieden und sah nur, wie mir alle fragend und besorgt hinterherblickten. Die Familie, bei der ich zurzeit wohne, hätte ich vermutlich schlimmer treffen können. Mir wurde ein eigener Schlafplatz eingerichtet. Es ist immer genug Wasser für mich da und zweimal am Tag bekomme ich sogar eine Mahlzeit. Die etwas kleineren Besitzer spielen oft mit mir und streicheln sanft über meinen Kopf. Der Große allerdings, der ist manchmal sehr böse. Er kommt nach Hause und anstatt mich zu begrüßen, schubst er mich weg, als wäre ich gar nicht da. Ich bin die ganze Zeit nett zu ihm, aber auch nur, weil ich etwas zu essen haben will. Zum Glück werde ich auch oft rausgelassen. Das Haus liegt auf einem großen Grundstück. Und es gibt für mich genug Platz, um zu laufen und mich auszutoben. Spazieren gehen wir auch oft. Am liebsten mit den Kleinen. Immer wenn ich etwas Neues entdecke, warten sie geduldig auf mich und machen mir manchmal sogar das Halsband ab. Nur der Große, der ist manchmal sehr brutal. Ich darf bei ihm nicht immer alles erkunden. Manchmal zieht er mit seinen Tentakeln an der großen Leine, so dass ich auf meine Knie falle und mich mit den Händen abstützen muss. Das Paradies.
Das war es, was sie versprochen hatten. Mach bei der Lotterie mit und du hast die Chance, einen von 100.000 Plätzen auf der neuen Paradiesinsel zu gewinnen, an der die Regierung ohne unser Wissen schon seit Jahren gearbeitet hat. Die Arbeitslosenquote hatte ein Rekordhoch erreicht, es herrschte allgemeine Nahrungsknappheit. In den größeren Städten begann sie bereits zu rationieren. Die Leute hatten Angst. Jeder schrieb sich so schnell er konnte für die Lotterie ein, als es bekannt gegeben wurde. Meine Mutter hatte uns alle ebenfalls eingetragen, in der Hoffnung, dass zumindest einer von uns die Chance bekommen würde, ohne Angst vor dem Hungertod leben zu müssen. Meine Schwester war die Glückliche. Ihre Nummer wurde gezogen, und ein paar Wochen nach der Ziehung tauchten einige Leute vom Militär auf und nahmen sie mit. Es war ein tränenreicher Abschied, als wir sie zu ihrem neuen Abenteuer aufbrechen sahen. Vielleicht einen Monat später wurden die Bilder veröffentlicht. Jemand hatte es geschafft, an ein Satellitenfoto der Paradiesinsel zu kommen. Wir hofften, sehen zu können, wie die glücklichen 100.000 ihr Leben verbrachten. Fassungslosigkeit schlug zu Panik um, als alles, was wir auf der Insel sahen, eine riesige Fabrik war. Nach nicht allzu langer Zeit wurden die neuen Proteinriegel in die Lebensmittelration mit aufgenommen. Immer wenn ich aufwache, steht neben mir ein Glas Wasser mit Strohhalm. Ich kann das Wasser trinken, damit ich nicht verdurste. Ich weiß nicht, wer das Glas Wasser dort immer hinstellt, denn ich habe einen festen Schlaf. Ich glaube aber, dass es meine Mutter ist. Seit dem Unfall kümmert sie sich sehr gut um mich. Sie macht mir Essen, deckt mich abends zu und stellt mir anscheinend jeden Morgen ein Glas Wasser auf den Nachttisch. Ich wohne mit meiner Mutter alleine in der großen Wohnung. Mein Vater hat sich nach meinem Unfall von meiner Mutter getrennt. Meine Mutter sagt aber, dass es nicht an mir liegt. Meine Mutter ist fast den ganzen Tag an meiner Seite und hilft mir bei allem, was ich tue. Und wenn sie nicht an meiner Seite ist, dann ruht sie sich vermutlich aus. So lebte ich viele Jahre Seite an Seite mit meiner Mutter. Die Zeit verging und ich wurde älter. Meine Mutter wurde auch älter. Als ich eines Tages aufwachte, war neben mir kein Glas Wasser. Ich wartete und wartete. Doch niemand kam. Wer sollte mich denn jetzt in meinen Rollstuhl hieven? Wer sollte mich denn jetzt füttern? Der Morgenkaffee schmeckt scheiße. Natürlich bleibe ich ruhig. Das Auto springt nicht an. Natürlich bleibe ich ruhig. Der Bus fährt vor meiner Schnauze weg. Natürlich bleibe ich ruhig. Wir stehen im Stau. Natürlich bleibe ich ruhig. Ich komme zu spät und die Lehrerkollegen regen sich auf. Natürlich bleibe ich ruhig. Meine Klasse ist laut und nervig. Natürlich bleibe ich ruhig. Das Essen in der Kantine schmeckt mies. Natürlich bleibe ich ruhig. Ich muss Überstunden machen. Natürlich bleibe ich ruhig. Der Bus zurück ist maßlos überfüllt. Natürlich bleibe ich ruhig. Meine Frau hat das Essen nicht fertig. Natürlich bleibe ich ruhig. Mein Kind lässt seinen Teller fallen. Natürlich bleibe ich ruhig. Ich schneide mich an den Scherben. Natürlich bleibe ich ruhig. Mein Bier schmeckt schal. Natürlich bleibe ich ruhig. Meine Frau und mein Kind gucken zusammen einen Film.
Natürlich reagiere ich mich an Ihnen ab. Eine kleine Träne rinnt die Wange von dem Jungen hinunter und fällt auf den Boden. Langsam wird sie von der Sonne hochgehoben und fliegt zu einer Wolke. Dort schläft die kleine Träne und verwandelt sich in einen kleinen Tropfen. Irgendwann wird er schwerer und schwerer und löst sich von der Wolke. Er ist jetzt alt genug. Er fliegt durch die Luft, fällt weiter und weiter und spürt den Wind um sich herum sausen. Irgendwann landet er auf dem Boden. Einige seiner Brüder und Schwestern sind bereits gelandet. Viele kommen noch nach. Der kleine Tropfen findet einen kleinen Zusammenschluss von seinen Freunden und schließt sich ihnen an. Die Reise beginnt. Gemeinsam fließen sie den Hügel hinunter. Sie gleiten an Gras und Tannenzapfen vorbei, an Steinchen und Insekten, bis sie schließlich einen rauschenden Bach erreichen. »Sollen wir da rein?«, fragt einer der Tropfen. Doch der kleine Tropfen ist mutig und springt. Er wird mitgerissen. Es ist plötzlich viel schneller geworden. Viele fremde Tropfen aus anderen Wolken sprudeln und schwimmen um ihn herum. Sie jubeln, jauchzen und freuen sich, im Bach zu sein. Der kleine Tropfen macht es ihnen nach. Er genießt den gemeinsamen Verlauf. Es ist beruhigend und fühlt sich gut an. Der kleine Tropfen fließt durch einen Nadelwald. Bäume winken ihm zu und die Vögel singen ein Lied für ihn. Der Bach führt den gesamten Berg hinunter und schließt sich irgendwann mit einem anderen Fluss zusammen. Alle haben die gleiche Richtung. Sie alle wollen in Richtung Meer. Die Berge werden flacher und irgendwann kommt der kleine Tropfen an Feldern und Wiesen vorbei. Die Kühe muhen ihm zu, die Schafe fressen Gras. An einer Windmühle dreht sich das große Rad. Der kleine Tropfen freut sich. Irgendetwas sagt ihm, dass er sein Ziel bald erreicht hat. Bald ist er im weiten Ozean. Im Meer wird er wild umherschwimmen können, die Freiheit genießen. Vielleicht lernt er sogar eine Tropfenfrau kennen. Er rast weiter den Fluss entlang, überschlägt sich mit den anderen Tropfen. Jeder kann es kaum erwarten, ins Meer zu fließen. Sie fließen und fließen. Doch plötzlich stoppt der kleine Tropfen abrupt. Etwas ist im Weg. Er kann nicht weiter. Er drückt und zieht an dem Ding, das ihm den Weg versperrt, kommt jedoch nicht vor und nicht zurück, während die anderen Tropfen einfach über ihn und über das Ding hinüberfließen. Der kleine Tropfen hofft, dass die Leiche seines Schöpfers bald gefunden wird, damit er weiterziehen kann. Ich trotte meinen Kommilitonen hinterher. Wir gehen über den Campus, vorbei an der Mensa und der Bibliothek und in den großen grauen Klotz, in denen sich die Hörsäle befinden. Ein junger Student hält allen die Tür auf. Ich bedanke mich und gehe in den Saal. Von den 200 Plätzen sind die wenigsten belegt. Trotzdem entdecke ich irgendwo am Rand einen freien Platz. Dort setze ich mich. Es ist wichtig für mich, am Rand zu sitzen, denn ich habe ein Knieproblem. Ein Kommilitone kommt. Ich stehe auf, damit er durchrücken kann, doch er drängt mich dazu, weiter in die Mitte zu gehen. Widerwillig stehe ich auf und verlasse meinen Platz. Der Stuhl in der Mitte knarzt, als ich mich auf ihn setze. Ich spüre das harte Holz an meinem Rücken. Hier ist es nichts anderes als am Rand, nur dass ich mein Bein nicht ausstrecken kann. Wegen meiner Größe sitze ich immer etwas gekrümmt. Es ist nicht gut für meinen Rücken, aber so können wenigstens alle über mich rübergucken. Ich hole einen Schreibblock und einen Stift aus meiner Tasche und nehme noch einen Schluck Wasser. Im Saal wird es ruhiger. Die Vorlesung beginnt. Mein Dozent redet über verschiedene Wissenschaftstheorien. Ich schreibe einiges davon mit, blicke ein paar Mal aus dem Fenster und erwische mich dabei, wie ich in Gedanken versinke.
Manchmal frage ich mich, weshalb ich überhaupt zu der Vorlesung gehe. Man kann sich die Zusammenfassung immer digital runterladen. Der Dozent redet. 10 Minuten sind um. In meinem Knie taucht das übliche Zwicken auf. Ich bleibe starr sitzen und versuche es so gut es geht gar nicht zu bewegen. Bewegung macht es nämlich immer schlimmer. 20 Minuten. Ich rutsche auf meinem Stuhl hin und her und drehe mein Bein in sämtliche Richtungen. Doch das Zwicken hört nicht auf. Deshalb rutsche ich auf dem Stuhl hinunter, bis mein Knie den Stuhl vor mir berührt. Es bringt trotzdem nichts. 30 Minuten. Dem Dozenten höre ich schon lange nicht mehr zu. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, mein Bein so zu bewegen, dass das Blut anders zirkuliert. In meinem Knie pocht es jetzt zum Rhythmus meines Herzschlags. Ich hebe mein Bein hoch, doch mache es dadurch nur noch schlimmer. 40 Minuten. Mein Knie tut weh. Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert. Wenn ich das Bein strecke, dann stoße ich an die Stuhlkante vor mir. Die Kommilitonin hat sich aufgrund der Unruhe, die ich verursache, schon einige Male umgedreht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich sitze da und halte es aus. 50 Minuten. Ich kann mich kein bisschen mehr auf die Vorlesung konzentrieren. Mein Knie schmerzt und es pocht wie verrückt. Irgendetwas muss mit der Kniescheibe echt nicht in Ordnung sein. Morgen will ich zum Arzt gehen. Nur noch 10 Minuten. Sie kommen mir wie Stunden vor. 60 Minuten. Der Dozent spricht seinen letzten Satz. Die Stunde ist beendet. Um mich herum packen meine Kommilitonen ihre Sachen ein und erheben sich von ihren Sitzen. Endlich! Ich springe auf, der Schmerz in meinem Knie verschwindet abrupt. Doch ich kippe. Ich kippe ohne Halt zur Seite und knalle auf den harten Plastikboden. Ich versuche aufzustehen. Jemand reicht mir seine Hand. Ich ziehe mich an ihm hoch. Der freundliche Student nickt mir zu und drückt mir die Gehstützen in die Hand. Ich blicke an mir herab und sehe meinen Oberschenkel stumpf. Die Krankheit raffte jeden Einzelnen dahin. Auch ich war keine Ausnahme. Zuerst war es nur Husten und Schnupfen, nichts weiter als eine Erkältung. Dann schlug sie auf die Haut. Sie trocknete aus, wurde ledrig und pellte an einigen Stellen ab, als wäre man ein Leprakranker. Im Fernsehen und im Radio wurde gesagt, dass Doktoren an einem Heilmittel arbeiteten, aber die Fortschritte sehr schleichend vorankamen. Für jeden, den ich kannte, war es zu spät. Ich musste mit ansehen, wie sie langsam verrotteten, wie ihnen die Zähne und Haare ausfielen, Beulen auf ihrer Haut wuchsen und manchmal auch aufplatzten. Einige wurden blind. Bekannte, Freunde, Familie, meine Frau. Sogar unser Hund wurde von der Krankheit nicht verschont, genauso wie viele andere Tiere nicht. Sie erlitten das gleiche Schicksal. Am schlimmsten an der Krankheit war allerdings der Verfall von dem Hirn. Obwohl ich mich tagtäglich um jeden gut kümmerte, erkannten sie mich irgendwann nicht mehr, wurden sogar laut und aggressiv. Mein bester Freund war irgendwann nicht mehr da, aus dem Fenster gesprungen und weggerannt. Ich wurde ewig lange nicht angesteckt und dachte eine Zeit lang, dass ich immun gegen diese Krankheit wäre, aber auch ich blieb nicht verschont. Ich liege in meinem Bett, alleine. Meine Bekannten, Freunde, Familie, meine Frau, alle tot. Jede Bewegung tat mir weh und die Beulen auf meiner Haut wuchsen mit jeder Stunde weiter an, spannten meine knisternde Haut. Ich spuckte meinen letzten Zahn auf den Boden. Während ich mich um die anderen immer gekümmert hatte, hatte ich nicht das Glück, jemanden um mich herum zu haben. Ich hatte Durst. Doch viel schlimmer war der elende Hunger. Die Filme über solche Themen haben immer gelogen. Die Verwandlung war viel schmerzhafter und dauerte viel länger.
Ich ging aus dem Haus und rannte dem frischen Geruch von Menschenfleisch hinterher.